Von euch gewünscht, heute ist es soweit, ein Demo-Doppel an meinem Basteltisch mit Annalena und mit mir. Hallo! Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und in unserem Demo-Doppel ging es die letzten Videos um die Produktreihe Rustikal Floral. Stimmt's, Annalena? Ja. Gut. Ich habe mir richtig gemerkt, ich halte es auch vor mir. Das Stempelset heißt Rustikaler Strauß. Dazu gibt es eine Stanze und diverse Designerpapiere, wunderbares Band und Bling Bling ohne Ende. Das heißt nämlich selbstklebende Paletten in Pastelltönen. Damit haben wir euch was gezeigt. Das verlinke ich da oben, wo mein Kopf sitzt. Genau. Und jetzt geht's los. Wir zwei am Basteltisch und haben uns gegenseitig Aufgaben gestellt. Und deswegen behalten wir das an. Es geht um Rustikaler Strauß, aber... Wir haben uns das ganz anders überlegt. Wir haben uns gegenseitig eine Aufgabe gestellt und zwar einen Kartensketch. Das ist meiner. Und das ist meiner. Und jetzt geht es wie folgt. Wir tauschen aus. Du machst mein und ich mach dein. Bin ich gespannt. Aber ich auch. Das wird bestimmt spannend. Und dann haben wir uns noch überlegt, also Challenge von wegen, wir verwenden nichts von der Produktreihe außer Stempelset und Stanzen. Und damit es nicht so voll wird auf meinem Arbeitstisch, wo es ja immer voll ist, nehmen wir dazu von uns vorausgewählte Farben. Die haben letztes Jahr, waren die übrigens bei mir bei den Videos der Kracher, also wurde immer wieder zurückgemeldet. Total schöne Farbkombi, finde ich auch. Und zwar Marineblau, Orchideenlila und Papageiengrün. Das ist auch wirklich eine sehr schöne Farbkombination. Ja, finde ich auch. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt anlässt mit unserem Rustikal Floral. Ja, wollen wir loslegen, genau. Oder? Ich mache mal ein bisschen Platz. Wir haben uns ja noch gesagt, es gibt auch einen Joker. Also man darf was Artfremdes verwenden. Genau. Das ist jetzt weit gefächert artfremd, ne? Okay, wir haben natürlich ein bisschen schon mal jeder was vorbereitet, damit wir nicht stundenlang basteln und ihr dann ermüdet seid und erschöpft. Bist du bei der normalen Kartengröße geblieben? Ja. Also, ich habe die fertige Karte auch. 14,85 mal 10,5 cm. Meine ist hochkant. Okay, meine ist nur 14,5 mal 10,5, weil ich das 8,8 nicht so mag. Stört, ne? Und ja. Verstehe ich. Ja, ist klar. Und du hast farbig. Genau. Das heißt, genau. Bei meiner kriegen wir so hochkant zwei aufs Blatt und bei deiner quer rüber. Genau. Also aus einem A4-Blatt zwei Karten. Wunderbar. Jetzt lege ich mir meinen Sketch dahin und schau mal, wie ich das Ganze aufbaue. Ich habe so ein bisschen mit Mattungen gearbeitet. Die habe ich mir schon mal zugeschnitten. Wollen wir uns mit Maßen abgeben? Das ist ja hier. 9,5 ist meine Mattung mal 13,8. Also ich bin so ein bisschen, dass ich mir das angelegt habe und dann geguckt habe hier. Zentimeter kleiner. Und das nächste ist, glaube ich, 1,5 cm kleiner. Also das sind fast 2 cm kleiner und nicht ganz passend. Ich glaube, ich sage die Maße nicht, weil das ist verwirrt uns nur, oder? Ich würde ich auch sagen, wer möchte, kann fragen und dann... Ja, genau. Ist ja auch ein Sketch, ist noch freier ein bisschen. Richtig, genau. Und dann ist ja auch noch die Sache von wegen mit dem Kreis. Da sehe ich gerade, mein Kreis ist zu groß. Das ist nicht schlimm. Das kannst du damit leben? Durchgehen, ja. Lässt du durchgehen? Ja. Aber weißt du, ich bin eh, ich dann nachher hier so Abzüge kriege von wegen... Ja, meins ist natürlich passend, aber deins, ja. Okay, okay. Ach, na, das ging mal ganz schnell wieder rein. Stanze, da kann ich nichts. So, okay, dann legen wir einfach los. Also... Ich hätte gern doppelseitiges Klebeband. So geht der Ärger doch schon mal los. Gucken wir doch mal hier. Bitte schön. Danke. Gern geschehen. Das kommt nachher hier drauf, aber das muss ich ja noch rund gestalten. Das mache ich gleich mal. Ich gestalte mal den Kreis zuerst. Und zwar habe ich mir rausgesucht, natürlich in Vorbereitung dessen, habe ich also die Stempelkissen, die Nachfüller stehen, dann Farbkarton in den Farben und... Diese kleinen Basics-Designerpapiere, die es ja zu allen Farbfamilien gibt, die habe ich mir auch rausgesucht und habe dadurch fertiges Papier. Und dachte mir, Schnippeltechnik war die ganze Zeit schon Kult, ist nochmal Kult, setze ich mir da drauf. Habe das auf weiß, die Klebebögen, alles was ich mag, habe ich heute verwendet, habe ich auf weiß praktisch einmal aufgezogen, einen Kreis ausgestanzt. Und setze jetzt die Streifen da einfach bündig aneinander und habe so schon richtig viel Farbe auf meinem Papier. Mal gucken. Und was machst du so?
Oh, ich bastel erstmal so ein bisschen vor mich hin. Ich gucke mir hier deinen Sketch an. Habe mir da auch schon ein bisschen Papier zu vorgeschnitten. Und werde da ganz klassisch einfach ein bisschen Papier aufkleben. Und ja, die genau. Formen, das sind ja so ein bisschen Formen gebunden. Genau, einmal so was Längliches. Dann auch von dem Designerpapier? Genau, von dem, was gut, du da ne? auch hast. Ja. Schön, auch unterschiedliche Muster immer, finde ich. So, ich schneide jetzt hier mal meinen Kreis noch. Könnte ich natürlich auch wieder diese Stanze holen, aber mach das mal so. Bastelst du gerne mit Kartensketches oder wie ist das für dich? Doch eigentlich schon. Und dann aber auch gleich ein bisschen mehr immer. Weil jedes Mal einen anderen Kartensketch, das ist mir dann... Ja. Ich meine, wir können ja mal hier so spontan sagen, wer mag... kann sich einen von den beiden Kartensketches nehmen und auch basteln und das Ganze unter dem Hashtag Doppeldemo. Ja. Hashtag ist übrigens die kleine Leiter mit den zwei Sprossen. Die setzt man einfach davor und das Wort dahinter dann bündig in einem, ohne es zu unterbrechen. Ja, mit dem Hashtag einfach posten und dann sehen wir das und ihr seht alle Ideen mit unseren Kartensketches. Und vielleicht auch noch die anderen Ideen mit den Hashtags. So, hat sie sich das schon mal überlegt? Ja, kann man machen, muss man nicht. Fällt genau in die Kategorie. Und dann habe ich mir überlegt, bastelt ja so gerne gemeinsam. Ne? Kann man doch mal so ein bisschen ausführlicher basteln. Ich nehme mal meine Unterlage und gucke noch mal, ob die... Das ist jetzt sehr spontan, weil ich habe die Dose nicht aufgehabt. Ob meine Kulturpasten noch gehen. Habe ich ja letztens mal Videos gezeigt. Seidenband. Und mache ich heute nochmal. Du hast bestimmt noch einen kleinen Stempelblock für mich. Ich guck mal, warte mal. Muss ich holen, soll ich? Noch einen hast. Ich noch einen habe. Der hier reicht mir schon, danke. Wunderbar. Und ich setze mal das hier drauf und habe mir aus dem Kreativset, wie heißt denn das? Weißt du das auf Anhieb? Ich nicht. Nein. Von Herzen oder so. Guck mal auf meinen Blog, da ist das vorne verlinkt, habe ich mir einfach diese Herzen als Schablone genommen und lege ich hier jetzt auf und streiche mir ein wenig Strukturpaste auf mein Blatt. Ich habe schon dein artfremdes Element also gefunden. Du hast es, ja? Ist soweit. Welches ist es? Ich habe ja ein bisschen getrickst, es sind zwei. Es ist die Strukturpaste und nehme jetzt hier den Nachfüller in Papageiengrün. Du siehst schon, ich habe so ein einnehmendes Wesen, eine ganz andere. Ja, man gewöhnt sich dran. Ja, ja, wir kennen es ja. Ja, wir kennen es ja. Währenddessen stempel ich Ton in Ton. Ja, super. Orchideen lila Papier. Cool. Und mit der passenden Stempelfarbe. Sehr schön. Wird das super. Bisschen hier mein Kartenhintergrund. Und ich setze mir jetzt Papageiengrüne Herzen. Das ist schön helles Papageiengrün. Ja, das. Echt eine schöne Farbe für Grün. Ja. Also ich suche mir mal ein Stück Schmierpapier bei dir. Warte, ich würde da mal den Finger heben und ich habe nämlich aufgeräumt. Das wollte ich ja unbedingt erwähnen. Guck mal. Ach super. Bedienen Sie sich. So, jetzt brauche ich das, was ich natürlich nicht zurechtgelegt habe, einen schönen Lappen. Das ist jetzt dieser. Gut. Dann nehme ich die nächste Farbe aus meiner Strukturpaste. Und nehme in dem Fall das, wie heißt das? Orchideenlila. Okay, danke. Orchideenlila. Und dafür nimmst du den Nachfüller? Nicht das Stempelkissen. Hast du das schon mal probiert mit Stempelkissen? Nee, ne? Aber Strukturpaste haben wir schon gemacht, oder? Ja. Ja, haben wir uns schon gegeben. Wir haben es uns schon gegeben, mit der Strukturpaste rum zu experimentieren. Fandest du gut? Ja, ich finde die schön. Mache ich viel zu wenig, aber es ist echt... Eigentlich ist es cool, ne? Ja. Es ist auch eine gute Idee mit der Folie einfach darunter, dann ja, das ist saut man nicht so rum. Und das ist ja bei mir bekannt, dass ich rumsaue. Ach nein, niemals. Ich habe währenddessen so einen Ton-in-Ton-Effekt gemacht. Sehr schön. Ich hoffe, ich bin nicht verrutscht mit meinem Herzen, man weiß es nicht. Ja, es kann ja nur funktionieren. Oder einfach besonders aussehen. Ja. Sind schon 10 Minuten rum.
Das sag mal, wir sind schon 10 Minuten rum. Wir wollten doch gleich fertig werden. Naja. Aber es ist ja ein Sonntagsvideo und ich weiß ja inzwischen, dass da einige nett gemütlich am Tisch sitzen und Käffchen trinken und schauen, was sie wohl wieder fabrizieren hier. Ob es was ist, was serientauglich ist oder nicht. Ja. So, wenn ich mich jetzt nicht beeile, kriege ich es nicht mehr ab. Jetzt kommt der spannende Moment. Oh. Ah, schön. Kann man machen, ne? Ja. Ich bin schwer ganz beglückt. So, das lege ich beiseite und dieses Element wird nachher in eine zweite Karte verwandelt. Später. Ich habe einen Eimer, wo ich alles reinhaue. So nur für euch. Alles ist in dem Fall wirklich nur das Element zum Auftragen, dieses Werkzeug. Und jetzt brauche ich meine neuen Lappen. Ich bin mal kurz weg. Ja, ja. Ich stempel währenddessen ein bisschen meine Innenseite, weil ich ja farbiges, meine Karte farbig ist. Ah ja, habe ich innen noch mal weiß. Sehr schön. Und nimm das Motiv von vorne auf. Ja. Und ich klebe mal ein bisschen, bis dieses hier trocknet. Ich hoffe, dass das rechtzeitig trocknet. Und setze schon mal. Jetzt muss ich einmal gucken, wie wollt ihr es haben? Wo ist der Sketch? Hilfe, 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 Alarm. Setze den Sketch hier drauf, so ein bisschen schief. Doppelseitiges hat sie vergraben. Ich weiß, wo es ist. Ich nehme neues. Habe ich wirklich vergraben. Sichergestellt. Ja. Mhm. Gebunkert, könnte man auch sagen. Ich wollte es nicht sagen. Klingt so militärisch. So. Das habe ich. Du, hatten wir nicht vorher darüber diskutiert, ob ich embossen sollte? Vorher? Ja, stimmt. Und wir haben es wirklich diskutiert und festgelegt, ich mache es. Ja, und du wolltest es vorbereiten. Und dann ist es passiert. Hast du was anderes gemacht? Ja, dann habe ich was anderes gemacht. So, dann habe ich hier das zweite Element. Das setze ich hier schon mal drauf. Ich überlege, also ich meine, ist es schlimm, wenn ich jetzt mal deine Idee klaue? Nein. Kannst du damit? Du? Ich nehme mal das und setze hier so ein paar. Was nehme ich? Blümchen oder Herzen? Ja. Ja, ist gut. Ja, ich nehme ja. Entweder oder. Du hast letztens so witzig gemacht, dass in einem deiner Videos hast du so schön gezeigt, wie man die zwei Herzen, die hier aneinander gekettet sind, wie man die einzeln stempelt. Das hat dir sehr gefallen. Ja, als ohne auseinanderzuschneiden, ja. Geöffnet hat, war ich etwas irritiert. Ja, so. Wie habt ihr euch das denn gedacht? Aber hast du fein erklärt. Oh, habe ich mir gefallen. Das ist eine gute Möglichkeit, weil sonst, ja, das Kleine geht immer. Ja, so, die bunte Hände. Putzen. Meine Stempelreinigungskiste hier hinten, noch habe ich meine alte. Ich habe meine alte Kiste, hier, ich reich dir mal was zum Putzen rüber. Ach so, ist ja putzig, du. Ja, ne? Ja, lass gucken. So, schön putzen. Oh, du bist ja gleich fertig. Ja, aber man ist ja auch ein bisschen schlichter. Naja. Die Anfängerkarte, sage ich mal. Aber das ist in Ordnung. Perfekt. Gerade für jede Bastelstufe hier was. Ja, genau. Wo wir schon dabei sind, ich brauche mal wieder einen Stempelblock. Nein. Doch. Danke. Passt der? Ja. Sehr gut. So, jetzt nehme ich das nächste Teil auf mein Element hier und Annalena hat sich ja so überlegt, als ob ich die da so schön kreuz und quer klebe. Und ich habe mir überlegt, es wird ja eine Karte doch trotzdem bei mir zum Valentinstag. Und die hat ja auch Möglichkeiten für eine Geheimbotschaft. Ja, ja. Klar, ne? So, Botschaft. Und dann wollte ich embossen. Das mache ich hier drauf und da gibt es hier den Text. Frohen Valentinstag. Nehme ich doch schon mal, lege ihn auf den Tisch, dann ist er nämlich grundgerade und klatsche meinen Block drauf. So. Ich will embossen. Das ist jetzt so. Jetzt doch. Ich will embossen. Ich nehme das Versamark Stempelkissen, meinen kleinen Schnipsel, das Pulver lege ich mir schon mal zurecht. Stempelblock habe ich. Ich stempel mit Versamark. Frohen Valentinstag mittig auf. Wackel ein bisschen, aber nicht zu viel. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh. Fragen über Fragen.
Wir sind gespannt. Pulver das hier rein. Mit dem weißen Pulver. Schüttel das ab. Schüttel. Puste noch einmal das Pulver quer. Puste. Hast du was abgekriegt? Nein, alles gut. Packe alles weg. So aus. Ja, richtig. Einmal reinpusten bitte und dann wird geföhnt. Das reicht für meinen Anlass. Das klebe ich hier drauf. Okay. Zu dem Föhnen kann ich sagen, ganz wichtig, auch wenn man denkt, man muss das ganz schnell machen, man sollte erst die Verpackung mit dem Pulver beiseite stellen oder zumachen, weil sonst hat man noch ziemlich viel. Richtig, dann ist es sonst ein abendfüllendes Programm. Ja. Nein, ich hatte mir hier schon von meinem Sketch. Ja. Das Fähnchen hier. Ja, super. Ja. Aber ich habe jetzt festgestellt, es ist ein bisschen lang. Aber anstatt jetzt einmal das Fähnchen wieder rauszusuchen, gehst du ein Stück weiter rüber. Gehe ich einfach ein Stück mit der Schere. Super. Geht beides. Ja, ich glaube, das ist perfekt. Und dann sehr gut. So, ich habe schon mal den frohen Valentinstag. Würde in Reim jetzt die Geheimbotschaft. Ihr ahnt es schon, was da jetzt kommt. Das muss, ne? Das ist ja eine Valentinskarte. Bevor du da jetzt so groß bist, ich hätte dann mal gerne deinen Menschen. Hätte ich vielleicht alles vorher mal sagen sollen. Nee, alles gut. Ich habe ja alles vorbereitet hier. Ich habe da mal was vorbereitet. So, wo ist denn jetzt diese Geheimbotschaft? Da ist er. Die stempel ich jetzt da drauf. Ich lege das wieder hier drauf und setze das so drauf. Und dann passt das. Und die setze ich hier innen rein. In die Ecke und drüber kommt mein netter Text, den sage ich euch jetzt natürlich nicht. Schön, dass mein Papierkorb leer ist seit gestern. Mein Stempel gleich gefunden. So, und dann hätte ich noch das für dich, wenn ich es finde. Bin auch so ganz oft gestempelt. So, frohen Valentinstag, das ist so. Das wird nachher hier reingelegt. Dann kommt hier in das Papageiengrüne, muss ich einmal abstempeln, das hin und wieder machen, kommt das für dich, da sitzt es, wunderbar. Und dann nehme ich mir noch ein Stück Schmierpapier. So, und setze jetzt, hier ist doch Papier, also ein Stück Stempelpapier. Es ist grundweißes Papier, so ist es nicht, kein Schmierpapier. Nehme hier mal einen Block und gehe da in diesem Fall durchaus nochmal in das Papageiengrün. Mal sehen, ob es am Ende sehr papageiengrünlastig wird, was ich hier tue. Wie rum ist die Stanze? Ich werde mal wieder testen. Ich stempel das komplett. Ich werde es ja komplett irgendwann mal verbraten. So ist nicht. Kriege ich auch alles drei hier drauf. Also eigentlich ist es schon ein schönes Set, muss man sagen. Ja. Also man kann eine Menge mitmachen. Mhm. Gut, dass wir uns dafür entschieden haben. Ja. Wollen wir denn schon verraten, was wir als nächstes zeigen, Annalena? Ich denke, das können wir schon mal so ein bisschen Vorfreude verbreiten. Ja, wir könnten natürlich auch tippen lassen. Ne? Was wird wohl das nächste sein? Es ist unser Lieblingsset, oder? Richtig? Ja, auf jeden Fall. Aus dem Mini-Katalog das Lieblingsset. So, und jetzt wissen alle Bescheid. Alle wissen. Wir haben es uns irgendwo hingeschrieben, wie es heißt. Ne? Damit wir es nicht vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Bezaubernde Bucht, oder? Ja. Das ist die Produktreihe Bezaubernde Bucht. Ah, ich habe mich gerade ein bisschen vertan hier mit meiner Stimme. Ich habe dem Herz was abgestempelt. Oh nein. Ich kann damit leben. Ich wollte ja eh nur die Kleinen haben. Was soll's. Ich hätte einfach nicht so sparsam aufs Papier drücken sollen.
Oder der Reihe nach Stempeln ja. entstanden sind. Ja, genau. Das wäre auch ein guter Plan gewesen. Gut, dass du das nochmal sagst. Sehr schön. Haben wir das nämlich auch. So, jetzt ist ein Springherz weggesprungen. Zwei habe ich, aber das dritte fehlt. Ehe wir das suchen, machen wir Folgendes. Wir nehmen noch ein Schnipsel. Ich glaube, das ist gerade rausgefallen. Ehe wir es suchen, finden wir es einfach. Genau. Und jetzt nehme ich Abstandsklebepunkt. Ja, hier kannst du alle haben. Ich bin nämlich fertig. Ach, du bist fertig? Ja. Sag mal, ich quatsche hier wie blöde und du bist schon fertig. Ja. Jetzt muss ich aber hinmachen. Mach hin. Während du da klebst, legen wir deins schon mal schön hin. Wollen wir das Untergrundpapier, den Untergrund? Gehen Nö, das ist ganz gut mit dem... Findest du? Mit dem Schmierpapier? Naja. Ja. Frisch vom Arbeitstisch. Ich überlege gerade, ob ich mir eine neue Matze kaufe. Also ich bin gerade am Farbauswählen. Welche Farbe für Matratze findest du gut? Ich habe ja grau, aber ich habe auch immer weißes Papier drauf liegen. Von daher ist bei mir die Farbe relativ egal. Ja, ja, okay. Genau. Ich kann ja was zu meinem Sketch sagen. Ich habe halt das Designerpapier verwendet. Da habe ich mir sozusagen ein bisschen Designerpapier selbst gestempelt mit dem Stempelset. Cool. Habe die Fahne quasi nur auf einer Seite erhöht, dann flach gemacht und dafür die Katze doppelt so hoch gesetzt. Ja, und cool. Die Katze ist mein artfremdes Element samt seinem Stempelspruch aus diesem Stempelset Love Cats. Perfekt. Das ist einfach toll. Die Katze ist meine Schildkröte, ne? Ja, ganz genau. Und cool. Ich habe sie sogar in Marineblau gestempelt. Ja. Super. Fällt gar nicht also so stark total auf. Total stimmig das und ganze Ding. Ganz schnell gestaltet. Ja, super. Also richtig toll. Bin total begeistert, was du da schon wieder hingekriegt hast, während ich vor mich hin matsche, ne? Ja, aber das ist okay. Das ist. So, ich brauche noch. Wenn man die Karte erst zwei Tage später braucht und nicht am nächsten Tag. Richtig. Sag mal, meins ist die Version für den nächsten Tag. Ja, ist wohl wahr. Meins, wie es singt und lacht, muss noch trocknen. Wo ist denn die Vorlage? Da. Jetzt würde ich mal hier mit der Vorlage arbeiten und würde das mal draufkleben. Die Folie ist dazwischen verschwunden. Das Element kommt da gleich drauf. Bevor ich... Ich muss auch noch eine Sache mir überlegen, aber die kommt gleich. So, das setze ich da drauf. Und zwar setze ich das flach drauf. Das ist das Schräge. Und dort ist meine Karte in der Karte. Du siehst? Ja. Flach. Und das hier muss mit Abstand, sehe ich gerade. Sonst kriege ich das nicht... Nee, es muss nicht mit Abstand. Ich kriege das sauber da drunter. Das passt. Dieses ist so gut wie trocken. Ihr versteht? Es ist also noch nicht trocken. Wir machen jetzt Luftkleben. Aber an sich ist trotzdem gut geworden für mal eben so zwischendurch. Ja. Ist, glaube ich, nichts ausgefranst. Warum ist nichts ausgefranst? Weil, große Empfehlung, mit den Nachfüllern sparsam umgehen. Sonst läuft das dann manchmal, was Farbe zu viel wäre und nicht von der Strukturpaste aufgenommen ist, liefe dann dazwischen. Ah, okay. Bei dem einen Element, was wir vorher hatten, war es garantiert auch eine Ecke, wo das einfach mal so dazwischen läuft. Und wenn man das genau schafft, in der Menge aufzutragen, dass es komplett von der Strukturpaste aufgenommen wird, läuft nichts zwischen. Wobei, zwischenlaufen ist ja auch relativ. Es ist schon so hin und wieder, dass es auch sichtbar sein kann, dass wir selbstständig Handarbeit machen. Ich schneide das da oben tatsächlich jetzt einen Millimeter ab, weil mich das da stört. Und wenn das zu perfekt ist, nimmt uns das ja keiner mehr ab. Ja? Das denke ich auch. Es hat man schon öfter. Was handgemacht ist. Ja. Das muss nicht auf einen Millimeter genau sein. Das sieht man auch hier. Unten ist es ein bisschen weniger. Oben das Entscheidende ist handgemacht. Das genau. Steckt Liebe drin. Ohne Ende. Also so hier auch. Bei dem hier sowieso. Ich sage nichts, du. So, ich bin schon mal so weit. Weiter wird es heute nicht. Das stecken wir gleich da rein. Das positionieren wir dann. Wo hat sie das hingeklebt? Das müssen wir uns das doch mal genau angucken. Die Millimeter, groß. Genau. Du, ja, du bist genau. Großzügig, aber ich nicht. So, ich würde die Lücke da oben Tatsache lassen. Die macht das Ganze ein bisschen aufgeregter. Oder? Wir gucken es uns an. Ich habe noch Ideen, was man da hinstempeln könnte, einen Text, aber
Eigentlich wollte ich sie lassen. Und die Karte kann deswegen nicht durchrutschen, weil sie durch diese Herzen gebremst sind. Was hat sie sich überlegt? Mühevoller Kleinstarbeit. Jetzt wird es nur wissen, weil es ist noch nicht ganz trocken. Ich muss sie jetzt hier hochhalten. So. Vorsichtig reinfädeln. So hinlegen, dass es liegt wie auf der Vorlage. Und dann die Bremse zwischenlegen. Verstehst du? Mhm. Kann man machen, oder? Ja. Zwei Karten zum Preis von einer, sage ich mal. Ja. Ich dachte, da ist mehr drin. Da ist auch mehr drin. Ja. So. Das würde ich tatsächlich so machen. Dann weiß man, das muss da. So. Ja. Jetzt. Ja. Bereiten wir schon mal das Schlussbild vor. Also, ich halte meine auch mal hoch. Es muss noch ein bisschen trocknen. Ihr habt hier die Karte, die man rausziehen kann mit der Geheimbotschaft. Und drin könnt ihr euch noch weiter auslassen mit anderen Botschaften. Das ist der Sketch. Und jetzt bauen wir deine. Und, oh, wunderschön, hast du mir schon gestaltet. Da schwächle ich noch ein bisschen, weil ich so aus, mich ausgelassen habe. Da warst du aber aus mehr als genug. Habe ich mich ausgelassen, ne? Aber am Ende sieht es auch nicht voll aus, oder? Nee. Es ist gerade so gut machbar. Ich würde doch die Ecke lassen jetzt. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob man noch ein Herz hinsetzt. Da bin ich aber bei 4 und dann ist es eigentlich zu viel. Bisschen voll, ne? Ja. Es geht maximal so dieses abgeschnitten und das mache ich auch nicht. Jo, und? Mir gefällt es. Deine Karte finde ich toll. Also deine finde ich auch toll. Doppelten. Ja, haben wir das Beste rausgeholt aus unseren gegenseitigen Ideen. Jetzt. Ja, ich schummel mal noch ein bisschen. Ich habe da mal noch was zu dem Sketch. Das ist dann die einfache Variante. Nein, die ist auch kompliziert. Ah, sehr schön. Super, toll. Ohne Geheimbotschaft. Ohne Geheimbotschaft. Nur mit Katze. Aber total cool. Und die sitzt da genauso schön. Als genau. Stoppung. Super. Warte, jetzt machen wir das jetzt. Ich muss mal was rücken. So. Und das alles in einer anderen Farbgruppe als das Designerpapier von der Produktreihe ist. Genau, richtig. Wenn ihr euch erinnert, die anderen Karten hatten ja diese krachende Farbkombination. Das waren die anderen. Ja. Annalena ist alles da oben verlinkt. Haben wir eine Playlist, wo wir auch diese Karten, dieses Video reinsetzen. Und dieses Video könnt ihr euch bei Annalena oder bei mir angucken. Genau. Genau, weil wir ja zusammen das Video gedreht haben. So, jetzt hoffen wir, es hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen hoch. Abonniert unsere Kanäle. Kanäle, ja. Kanäle ist auch schön. Kommentiert, da freuen wir uns immer riesig, auch wenn wir vielleicht nicht gleich antworten, gerade ich. Wir freuen uns ohne Ende und dann irgendwann wird geantwortet. Unbedingt. Und jetzt hoffen wir, ihr seid genauso gespannt wie wir auf die nächste Produktreihe, die wir euch vorstellen, die da heißt Bezaubernde Bucht. Genau. Im Februar. So lang ist es ja nicht mehr hin. Nächste Woche gibt es übrigens einen Videohop von Stempelfamilie in Friends. Noch einmal und dann ist es erledigt. Das Thema Herzen, herzlich. Ich bin gespannt, was das noch wird. Okay, es hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Auch was Neues schon wieder gelernt. Ja, Steckkarte, das finde ich super. Okay, wunderbar. Ich habe auch. Mich freue mich immer über genau das, weil das so schön stimmig ist und gar nicht so viel dafür notwendig ist. Also. Hier geht es weiter mit noch mehr Videos und Anleitungen. Ich verlinke euch Annalenas Kanal. Schaut unbedingt drauf, abonniert. Und ansonsten sehen wir uns wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin, eure Angela von der Stempelfamilie und Annalena.